Es gibt eine neue Software für eure P4-Prüfstände, die Ammerschläger P4 Mission Control App. Wie die neue Software so aussieht, ihre neuen Features und Funktionen zeigen wir euch in folgendem Video. Schaut's euch an. Hallo und herzlich willkommen bei Ammerschläger P4 Leistungsprüfstände. Mein Name ist Richard Speiser und heute stelle ich euch unsere neue Software vor, die Ammerschläger P4 Mission Control App. Diese wird ab sofort mit jedem neuen Prüfstand von uns ausgeliefert, aber so wie ihr uns kennt, könnt ihr eure bestehenden Prüfstände damit nachrüsten. Wir haben versucht, die Software so benutzerfreundlich und übersichtlich zu halten, wie ihr das von uns gewohnt seid. Damit könnt ihr direkt von der bestehenden Software auf die neue umsteigen und sofort weiterarbeiten. Dazu haben wir ein paar praktische neue Features integriert, um die Messung und vor allem die Auswertung noch besser zu gestalten. Und das zeige ich euch jetzt. Dann starten wir doch mal die Ammerschläger P4 Mission Control App. Als erstes, was ganz wichtig ist, die Software schaut nicht nur besser aus, die Ammerschläger P4 Mission Control App ist unabhängig. Das heißt, euer PC muss nicht mehr mit der Redbox verbunden sein, damit ihr die Software starten könnt. Das heißt für euch, ihr könnt eure Versuche und Messungen in der kalten, dunklen Werkstatt machen und danach die Versuchsauswertung und Bearbeitung schön im warm beheizten Büro. Wie schon gesagt, haben wir versucht, die Software so übersichtlich wie möglich zu halten. Darum steht jetzt zum Beispiel hier oben ganz klar dran, ob ihr jetzt Motorleistung oder Radleistung messt. Genauso, ob ihr jetzt nach DIN oder EG normiert habt oder keine Klimakorrektur. Und was auch wichtig ist, die Einstellungen, die ihr jetzt hier vornehmt, werden gespeichert, wenn ihr das Programm beendet und beim nächsten Neustart wieder genau so geöffnet, dass ihr direkt so weiterarbeiten könnt. Wie bereits erwähnt, haben wir versucht, die Software so benutzerfreundlich und übersichtlich zu halten, wie ihr das gewohnt seid. Darum sollte euch das Messmenü bekannt vorkommen. Hier kann ich meinen Hersteller auswählen und dazu das passende Modell. Ich will jetzt einfach mal BMW 1100, obwohl wir am Simulator sind und das jetzt nur als Platzhalter dient. Trage ich hier als Suchbegriff Simulator ein, um das später wieder auseinanderhalten zu können. Hier kann ich meine Fahrzeugdaten angeben, weil ich jetzt die Untersetzung nicht automatisch ermitteln möchte, kann ich die auch von Hand eintragen. Hier kann ich mein Diagramm vorgeben, was ich später sehe. Das passt schon ziemlich gut. Ich gebe noch ein paar PS als Reserve an. Die Drehzahl hier unten ist die Startdrehzahl, wo er überhaupt erst mit der Messung beginnt. In dem Fall am Simulator haben wir kein Standgas, darum kann ich da bei 1000 Umdrehungen starten. Und schon können wir die Messung beginnen. Vor jeder Leistungsmessung erfasst er die Klimadaten und natürlich der obligatorische Warnhinweis. Was jetzt ganz neu ist, ist die Leistungsanzeige im PS-Tacho. Wenn jetzt die Messung starten, beginnt er hier bei der Startdrehzahl 1000 Umdrehungen überhaupt erst an, die Messung aufzuzeichnen. Jetzt sehen wir hier die aktuelle Leistung, die aktuelle Geschwindigkeit und die aktuelle Drehzahl. Wenn ich die Maximalleistung oder Maximaldrehzahl erfasst habe, ziehe ich die Kupplung und gehe vom Gas. Danach misst er hier unten die Schleppleistung, um danach auf die Motorleistung umrechnen zu können. Das ist jetzt hier der Endbildschirm, wo er mir die erreichte Leistung in PS und kW und erreichte Drehmoment und das bei der jeweiligen Drehzahl anzeigt. Hier dann welches Modell und natürlich der Kundenname, also euer Name, nicht Kundenname. Wenn ich jetzt die Leistungskurve habe, kann ich mit F8 automatisch skalieren, um den vollen Bildschirm auszufüllen. Dann kann ich jetzt umschalten von Radleistung auf Motorleistung und mit der Auswertung beginnen. Das Ganze schaut jetzt nur ein bisschen wild aus, weil es hier eben kein richtiges Motorrad ist, sondern mein Simulator. Das Ganze kann ich jetzt noch mit zusätzlichen Messkanälen wie Lambda, Temperatur, Drosselklappe, was weiß ich alles, kombinieren. Aber dazu später mehr. Als zusätzliches neues Feature haben wir euch den Dauermessungsmodus eingerichtet. Damit könnt ihr jetzt
Dauerläufe starten und die Messung wird nicht automatisch bei 95% der Höchstdrehzahl abgebrochen, sondern bei 10%. Das heißt, wenn der Motor eigentlich schon wieder aus ist. Der Dauerlaufmodus funktioniert ähnlich wie die bisherigen Messungen, nur eben im Scooter- oder Rollermodus, weil wir eben keine Schleppleistung messen können und keine Untersetzung erfassen. Gehen jetzt hier rein, haben hier Dauerlauf angelegt, zum Beispiel zum Motor einfahren bis 50 PS, Start bei 10 km/h und das schaut dann so aus. Jetzt habe ich eben die Möglichkeit, meine Leistung zu erfassen und dann, wenn ich das möchte, wieder vom Gas runter zu gehen. Und wieder zu beschleunigen und wieder vom Gas runtergehen. Das kann ich jetzt 3 Stunden lang machen und die Messung wird, wie gesagt, erfolgreich beendet, wenn der Motor schon fast wieder aus ist. Das heißt, ich kann das wunderbar hernehmen, um zum Beispiel meinen Motor einzufahren, um zu demonstrieren, dass der Motor immer wieder die Leistung bringt oder was ihr sonst noch für Ideen habt. Besonderen Wert haben wir auf die Versuchsauswertung gelegt, darum jetzt zum Beispiel im Lademenü seht ihr gleich für jeden Versuch die wichtigsten Daten in der Vorschau, damit ihr die Versuche besser auseinanderhalten könnt und gleich das findet, was ihr wirklich braucht. Dann schauen wir uns doch jetzt mal Messungen an. 5 Versuche können wir gleichzeitig laden. Jetzt sehen wir diese 5 Messungen mit Motorleistung. Wir können auch umstellen auf Radleistung, DIN oder EG. Wir wollen jetzt aber DIN und Motorleistung sehen. Okay, und jetzt kommt's. Hier unter Einstellungen, Diagramme, Leistungswerte kann ich mir jetzt nämlich die Leistungswerte-Tabelle anzeigen lassen. Das heißt, ich sehe sofort Leistung und Drehmoment der jeweiligen Kurve bei der Drehzahl, die ich hier mit der Maus auswähle. Das heißt, ich kann jetzt zum Auswerten einfach hier entlang fahren und schauen, was macht meine jeweilige Kurve bei dieser Drehzahl. Ich kann sie also jetzt so direkt perfekt miteinander vergleichen. Okay, und jetzt wird es noch besser. Wenn ich Zusatzkanäle habe, wie zum Beispiel in dem Fall Lambda-Messung zweikanalig, kann ich mir das hier anzeigen lassen, bekomme das in einem extra Fenster angezeigt, das ich skalieren kann, wie ich das möchte. Automatisch skalieren, damit das angepasst wird, optimal. Und wenn mir das noch nicht reicht, kann ich das Fenster auch abheben und alle Fenster verschieben, wie ich möchte. Ich kann das zum Beispiel auch auf einen zweiten Bildschirm rüberlegen und habe dann so optimale Darstellung, Messkurve, Zusatzkanäle. Kann ich jetzt hier natürlich nicht zeigen, weil ich hier nur einen Bildschirm habe, aber ihr könnt euch das vorstellen. So, jetzt koppeln wir das wieder dahin und sehen das. Dem aufmerksamen Zuschauer wird vielleicht aufgefallen sein, dass hier auch Farben dran sind. Das ist mein Lambda-Kanal 1 und Lambda-Kanal 2. Wenn ich jetzt hier meiner Drehzahl entlang fahre, wo ich die verschiedenen Leistungswerte sehe, sehe ich nämlich auch gleich die Lambda-Werte. Die haben wir auch farblich hinterlegt, sodass ich gleich angezeigt bekomme, in welchem Lambda-Bereich ich mich da bewege. Von Rot, viel zu mager, Kolben geht fest, Gelb, Übergangsbereich, Grün, da kommen wir gegen Lambda 1, bis blauer Bereich wäre dann für optimale Leistung. Kann ich so gleich sehen, in welchem Bereich ich mich bewege und hier die Auswertung gleich nochmal viel verbessern. Welche Leistung, welches Lambda, beziehungsweise andersrum, welches Lambda resultiert in welcher Leistung. Also zur Auswertung optimal. Als zusätzliches neues Werkzeug habt ihr jetzt bei der Ammerschläger P4 Mission Control App die Möglichkeit, bei den Zusatzkanälen Linien zu setzen. So könnt ihr bestimmte Werte hervorheben oder
Bereiche definieren, in denen ihr arbeiten wollt. Ich denke, so habt ihr jetzt mit der neuen Software viele Möglichkeiten, die Abstimmung zu verbessern und mehr aus euren Motoren rauszuholen. Und weil manche einfach lieber den AFR-Wert sehen wollen als den Lambda-Wert, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, AFR oder Lambda darzustellen. Und um meine Abstimmung dann perfekt zu machen, kann ich hier unser Lambda-Tuning-Tool öffnen. Hier sehe ich den Ist-AFR-Wert bei der jeweiligen Drehzahl, die Ist-Injektion. In dem Fall haben wir jetzt ein Null-Setup. Dann kann ich hier eingeben, was denn als AFR-Wert rauskommen sollte. Und er schlägt mir hier vor, was ich dafür dann als Einspritzwert eintragen soll. Das sind jetzt natürlich nur Beispielwerte, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das wird kopiert, dann wieder eingefügt, auf die ECU programmiert und ich würde sagen, so habt ihr ein optimales Werkzeug, um klasse Abstimmungen zu machen. Und da ich ja weiß, dass die Zweitakt-Tuner auf ihre Abgastemperaturmessung stehen, haben wir das Gleiche natürlich auch so eingerichtet, dass ich das auch für die Abgastemperatur machen kann. Also hier wieder die Leistungswerte bei der jeweiligen Drehzahl. Und wenn ich den Zusatzkanal freischalte, sehe ich die Abgastemperatur und die Drehzahl der jeweiligen Kurve im direkten Vergleich und kann so auswerten, was passiert wann. Von Gelb über Orange, Grün, Blau, Rot, Grau, Schwarz. So habt ihr jetzt ein super Werkzeug, um eure Abstimmung zu verbessern und mehr Leistung aus euren Motoren rauszuholen. Egal, ob ihr jetzt Lambda messt oder die Abgastemperatur. Ihr habt ja die beste Möglichkeit, die Software zu gestalten und aufzuteilen, wie das für euch am komfortabelsten ist. Ich denke, so könnt ihr noch einfacher, noch mehr rausholen. Gehen wir noch kurz auf die Einstellungen ein. Ihr habt jetzt zahlreiche Möglichkeiten zum Einstellen. Ein paar davon habt ihr jetzt im Laufe des Videos schon gesehen. Wenn ich alles ausgiebig beschreiben würde, würde es das Video sprengen. Darum nur ganz kurz. Ich wähle hier aus, ob ich eine dynamische Messung mache, eine E-Bremse-Messung über die Wirbelstrombremse, wenn die verbaut ist, welchen Modus ich nehme. Der Übersichtlichkeit halber haben wir das jetzt umbenannt in Bike-Modus und Scooter-Modus und dahinter gleich die Erklärung, welchen Modus ihr wann nehmen müsst. Oder ihr macht, wie schon vorhin erwähnt, die Dauermessung, wo die Messung nicht automatisch abgeschalten wird. Ihr habt jetzt gesehen, dass wir uns wirklich viele Gedanken gemacht haben, wie wir die Software noch besser machen können und was ihr wirklich braucht zum besser messen und abstimmen. Ich denke, mit der Amerschläger P4 Mission Control App habt ihr jetzt mittlerweile so viele Möglichkeiten, wirklich noch das letzte PS rauszuholen, dass es auch keine Ausreden mehr gibt für zu wenig oder schlechte Leistung. Und wie schon erwähnt, jetzt Software beenden, Prüfraum abschließen, Versuchsauswertung starten und zwar im schönen warmen Büro oder daheim auf dem Sofa. Jetzt habt ihr mal einen ersten Eindruck bekommen, was die neue Software so alles kann. Damit habt ihr ein perfektes Werkzeug, um eure Messungen und Abstimmungen noch besser machen zu können. Die neue Software ist bei allen Prüfständen ab jetzt dabei. Ihr könnt aber natürlich auch eure bestehenden damit nachrüsten. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal, dann bekommt ihr in Zukunft noch mehr Videos, wie ihr mit unseren Prüfständen und Software besser arbeiten könnt.